Nach einem Mathematikstudium an der Technischen Universität München und Promotion auch dort, war ich langer Postdoc an der Freien Universität Berlin. Einige Forschungsaufenthalte hatte ich an der University of New South Wales in Australien. Und danach bin ich Professor für datengetriebene Modellierung komplexer Systeme an der eben erwähnten Freien Universität Berlin geworden, wonach ich den Ruf nach Bayreuth gefolgt bin. In den letzten 10 und 15 Jahren haben sich immer mehr Überschneidungen zwischen meiner Forschung und Themen von Kollegen und Kolleginnen an der Universität Bayreuth sich ergeben. Und dadurch war das für mich eine relativ naheliegende Wahl, an die Universität Bayreuth zu kommen. Und ich freue mich sehr für interessante Fragestellungen, die wir dann gemeinsam hier in der Zukunft angehen können. Ja, da würde ich jetzt ein bisschen mehr ausholen. Im Kern von meiner Forschung ist die Schnittstelle von Datenwissenschaften und dynamischen Systemen, wobei man sich unter Datenwissenschaften relativ viel vorstellen kann. Vielleicht sollte ich noch zu dynamischen Systemen sagen, dass es ein Teilgebiet der Mathematik ist, welche sich mit der Beschreibung von Zustandsänderungen beschäftigt. Also zum Beispiel das Wetter kann man als dynamisches System auffassen, genauso das Klima, aber auch Ozeanströmungen oder zum Beispiel die Verbreitung von Krankheitserregern, aber auch gerne Meinungen. Ja, das sind alles dynamische Systeme oder Veränderungen in Zellen, beziehungsweise die Bewegung von Molekülen. Ja, das sind dynamische Systeme und Datenwissenschaften kommt dadurch dazu, dass wir natürlich in einem Zeitalter leben, wo immer mehr und mehr Information zugänglich ist. Wir sind richtig gut darin geworden, Daten zu erheben. Trotzdem haben wir nicht volle Information, volle Kenntnisse über ein System. Also wenn Sie zum Beispiel an das Wetter denken, dann haben wir Temperaturmessungen dort, wo Wetterstationen es gibt, aber dazwischen, zum Beispiel mitten auf dem Feld, wissen wir nicht, wie genau die Temperatur zum Beispiel so aussieht. Und mit dieser Unwissenheit müssen wir leben, das müssen wir irgendwie in unsere Analyse reinbringen. Also kurzum, wir beschäftigen uns sehr viel damit, was wir vorhersagen wollen, aber auch wo die Grenzen von unseren Vorhersagekapazitäten sind. Und diese Themen sind meines Erachtens immens wichtig geworden. Das würde ich einerseits gerne mit lokalen Stärken verbinden, um in die Forschung reinzubringen. Andererseits würde ich das gerne sowohl in mathematische als auch in interdisziplinäre Studiengänge reinfließen lassen, sodass wir die Studierenden dafür sensibilisieren, wie wichtig diese Themen sind und sie dann auch für das Arbeiten mit dynamischen Daten faszinieren.